So, servus Freunde. Tobi ist am Start, Anhänger ist am Start, Omega ist am Start. Wir gehen jetzt Nummer 3 abholen. Seid gespannt. Ich denke mal nochmal, die Leute wollen nicht gefilmt gehen. Das heißt, wir sehen uns bei der Bestandsaufnahme in der Werkstatt. Bis gleich. Also Freunde, wir sind zurück im Schrauberschloss, in unserem Verlies. Mein Gesicht ist gefroren. Fahrzeug Nummer 3 ist bei uns eingezogen. Boah, Tobi, ich habe die Hand gefetzt. Ja, das Fahrzeug ist unserem Tobi. Bevor wir das Fahrzeug zeigen, wie bin ich zufrieden mit der Ausbeute? Das ist genau das, was wir gesucht haben. Schrott. Schrott. Okay, aber... Aber es ist gar nicht doch schon schlimm, aber es könnte noch schlimmer sein. Okay, dann heimern euch, spannen wir euch nicht mehr länger auf die Folter. Ich mach zu. So. Achtung, Tobi, stell dich mal hinten dran, ha? 3, 2, 1. Ja! Da ist das Ding. Da ist das Ding. Aprilia Old SR. Der Schlitz hier verrät, luftgekühlt, ob das richtig ist. Moment. Ja. Luftgekühlt, Minerali. Und ja, da würde ich sagen, machen wir mal hier die Bestandsaufnahme. Wichtig ist, Kaufkriterium war das hier. 2 Schlüssel, pass auf. Ja. Und was ich, das Highlight ist eigentlich noch das. Das an, Alter, wie schön die noch sind. Also noch. Lass mal Leute hier ein bisschen... Na, also Originalpapiere, so sehen die aus in der Old SR. Nicht anders. 50 km/h. Na, das ist wichtig für uns. Hier. Originalpapiere, das ist wichtig. Der guckt, warum mit 2 Schlüssel dabei sind. So ist wohl irgendwas genau kaputt gewesen. Schlosssatz ist getauscht. Aber jetzt, Tobi, steck in und zeig uns, was das Teil drauf hat. Da ist jetzt gar nichts dran, gar nichts drin. Ja. Ja. Oder Herz abgeschissen. Genau, also Motor läuft, hat aber vermutlich einen Lagerschaden, ne? Das heißt, wir heben jetzt mal hoch auf der Bühne, machen wir Bestandsaufnahme. Ich vermute, alle Teile sind hier. Wir haben hier alles in eine Kiste gemacht. Jetzt sind die originalen Außenspiegel dabei, Innenraum, Abdeckung und so weiter. Das war sehr schön. Ja. Und es ist wahrscheinlich die lila-rote Version, kann ich euch mal ein Bild einblenden, wie es original ausgesehen hat. Na, also hier ist alles voll Teile, weil hier sieht man noch rot an der Front. Und hier mit Verdünnung schon probiert ist lila. Ne? Es ist leicht angeschlimmt, vielleicht kann ich das noch mal polieren. Das finde ich auch noch ein Highlight, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das kommt die Fehler auch oft. Ne? Ja, jetzt aber, Tobi, die Leute wollen wissen, was kostet sowas bei uns im Saarland-Pfalz-Region? Was also, kostet sowas? Die war günstig. Für den Schrott habe ich 250 bezahlt. 250 Euro? Für den Schrott. Ja. Schrott, ne? Weil... Ja, das, na, ist das sieht man hier schon. Die Gabel ist komplett ausgelaufen. Genauso wie hier. Ne, das ist auch schon auf die Bremse drauf. Also jetzt Aufruf von Tobi und mir. Falls jemand von euch eine intakte Gabel hat für die Aprilia Old SR, bitte bei uns per E-Mail oder Instagram melden. Dann würden wir die euch gerne abkaufen. Und also sie muss wirklich in Ordnung sein, weil so können wir auf keinen Fall fahren. Ne? Nicht die Strecke. Genau. Also, ich würde sagen, wir heben mal hoch und gucken mal, was sich da verbirgt.
pumpen. Wie immer, nicht viel Schraube. Finde ich ganz gut. Ja, da sind auf jeden Fall nicht alle Schrauben drin. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Aber nein. Tobi, wie viel Grad sind es hier in der Werkstatt? Wenn es gut ist, 0. Ja, leider sind sie minus 4 bis minus 5. Ne? Gut, alles klar. Das heißt, bei dir muss auch Motor raus und neue Kurbel und Lager. Ne? Aber was ich schon gesehen habe, mir hatte das ja gehört und mir hatte schon noch im Bestand eine Ersatzkurbelwelle. Keine Ahnung, das Motorfass? Nee, das ist Stage 6 HPC, aber 12. Da hole ich Reduzierungslager auf 10. Ah, das hat auf jeden Fall, das hatte man noch in unserem Luder-Pferdelager. Na, vielleicht mit Reduzierungslager dann noch 50 Kubik. Mal gucken, mir hole was wir noch da haben. Wir versuchen so wenig Geld wie es geht auszugehen. Oh, da hat er nach Geld investiert. So, das heißt hier ist ein kompletter Antrieb drin, ne? Aber original. Jo, sieht nur augenscheinlich original aus. Aber ich baue jetzt auch nicht alles auseinander. Ja. Wenn ich dann mehr weiß. Ja gut, der Motor musste eh raus, ne? Auf jeden Fall hier sehe ich schon, Rücklichtglas ist auch gesprungen. Vielleicht hat sowas auch noch jemand. Na gut, schwarze haben wir hier im Shop. Also gut, dann bin ich dunkel. Was ist vielleicht eine Option? Ich weiß nicht, ob es dort für Kofferhalter gab. Ja, schreibst du in die Kommentare. Gab es hier die Old SR so Gepäckträger? Also das sind wir uns jetzt nicht sicher. Weiß Speedfeld haben wir noch auf Lager. Aprilia SR50, meine, habe ich auch noch auf Lager. Nur Old SR, keine Ahnung. Wenn es sowas gibt und sowas jemand hat, würde ich es auch kaufen, weil ja, für die Tour ist das schon von Vorteil. Genau, also geplant ist auf jeden Fall alle Topcase. Und falls ihr wisst, ob es da irgendwie so Seitetasche gibt, hier ist klar, auszugseitiger Sitz, so krass, aber irgendwie müssen wir ja Zelt und Gepäck transportieren. Na, also vielleicht hat ja noch in der Original in der Farbe irgendwas. Steht alles halt klar, weil die Arbeit, das Budget wird gesprengt. Nee, ja, wir müssen gucken. Nee, ich kann nicht. Budget ist gesetzt. Aber falls ihr was günstig abzugeben habt, will wir natürlich begrüßen, was Old SR angeht. Aber wir versuchen jetzt hier mit Verdünnung diese schwarze Farbe auf jeden Fall abzumachen. Und ne, das sieht man, es ist richtig matt. Es hat jemand angeschliffen zum Lackieren, aber relativ fein. Vielleicht kann ich doch mit 3-Stufe-Politur. Ich bin mal gespannt, ob hier, ne, das Rot. Das noch Morette. Ob das Rot auch nochmal kommt. Ja. Ja, es ist schwierig. Kilometerstand. Schwierig, Kilometer. Hoch. 18.900 irgendwas. Ja, da kann er mal Lagerport fliehen. Ja, bei 18.000. Auf jeden Fall hier die Racing-Zinsspule. Ja, ist alles ein bisschen. Album ist überschaubar, plus, minus. Ja. Ja, ne? Alles ein bisschen ranzig. Die Sicherungsscheiße ist da also. Also, Plan jetzt: Motor raus, Verkleidung vielleicht noch mal schön kriege, gucke, was die Community vielleicht für uns hat. Und, ja. Und falls Gabel halt, so ne? Originalscheinwerfer, weil bei dem Tor habe ich gerade gesehen, ist irgendwie so zwei Drehtscher, nichts mit Originalstecker, weil der Originalstecker habe ich gesehen, der ist hier, aber das Tor ist nur so geknaubt, vielleicht hat er noch in der Flammenbefassung jemand noch Original Licht oder die Fassung, das ist auch noch in Ordnung. Weil ich sage mal, jetzt ist preislich eigentlich noch Luft nach oben, ja. Ich bin jetzt bei 280. Weiß nicht, was noch kommt. Gut, Motorteile, 250. Wollte gerade sagen, 250. Und dann bin ich, wie gesagt, noch... Was ich noch dazu sagen wollte, es gab schon da Kommentare, Diskussionen über das Budget von meinem Fahrzeug. Ja, falls ihr das Video nicht gesehen habt von meiner SR50, wie ich die bekommen habe von Marcel, in dem Video, ich guck mal hier bis Licht an, in dem Video ist später noch zu sehen, dass ich einen Schlachter für 100 € gekauft habe.
Na, ich guck mal, ob man ihn sieht. Es ist relativ dunkel hier. Ja, man sieht's schlecht. Aber hier ist der Schlachter. Das heißt, ich habe für mein Fahrzeug, ja, Tobi, mach mal hier ein bisschen Licht. Na, hier ist der Schlachter. Also ich habe für mein Fahrzeug in dem Fall 100 Euro gezahlt, weil ich muss aus zwei einer bauen. Ne? So ist Stand der Dinge. Also das Budget ist so oder so knapp. Überlegt mal, mit Reife, mit Motorinstandsätze. Hier sind die zwei schon. Also wie ihr seht, wir haben noch nicht angefangen. Alle drei Fahrzeuge sind dabei. Und noch Idee von meiner Frau. Wir fahren ja Mitte August in den Schwarzwald. Termin könnt ihr euch schon mal vormerken. Dann wird das Ganze geschehen. Und die Idee wäre, falls ihr Bock habt, auch so ein Projekt zu machen, lasst uns doch gerne dran teilhaben. Schickt uns Bilder in Instagram oder schickt uns Bilder per E-Mail. Und vielleicht könnt ihr mit euren Freunden das Gleiche machen. Und wir treffen uns zusammen im Schwarzwald auf dem Campingplatz oder auf dem Parkplatz. Oder, ne? Vielleicht irgendwo ha? Freistoße. Genau, oder mache Tour zusammen. Also falls ihr Bock darauf habt, was ich in den Kommentaren auf jeden Fall gesehen habe heute, weil heute ist das erste Video online gegangen, ihr habt auf jeden Fall Bock. Und wenn ihr auch Bock habt, da mitzumachen, ist gar kein Thema, dann treffen wir uns dort, ne? Also würde mich ultra interessieren, ob das bei euch von Interesse wäre. Ja, andernfalls genießt die Show. Es ist auf jeden Fall drei günstige Roller haben wir jetzt gekauft. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr von Tobi seiner Errungenschaft haltet. Und was ganz wichtig zu sagen ist, bei uns hier in der Region sind die Roller viel teurer wie in Mitteldeutschland oder Osten. Na, also das dürft ihr nicht vergessen, dass bei uns eine Aerox 1000 Euro kostet. Egal in welchem Zustand. Na, und deswegen, also das war jetzt hier schon 200, 250 Euro schon günstig für eine Old SR, weil die werden ja auch nicht mehr. So, Tobi, haben wir irgendwas vergessen, was wir hier unsere Freunde im warmen Zuhause noch fragen wollte? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, da kommt bestimmt noch der ein oder andere. Ja, es kommt bestimmt noch was. Weil ihr kennt das beim Schrauben, fällt euch erst das meiste auf, was benötigt wird. Auf jeden Fall, das Ding läuft schon mal. Tobi ist uns einen Schritt voraus. Ja gut, ich muss den Motor genauso spalten wie ihr auch. Also bin ich auch bei Null. Ja, also drei Motore wäre neu gemacht. Schreibt mal Setup rein. Und viele haben angeschrieben, Peugeot Eliseo. Das ist Tobi sein Favorit, Geheimwaffe. Aber wir fahren ja gar nicht so weit. 350 Kilometer. Ich bitte euch. Das ist jetzt nicht, wenn wir jetzt planen, nächstes Jahr an der Gardasee. Oder, das war jetzt nur Idee, dann müssen wir uns natürlich gucken, dass wir es Bequemes kriegen, aber ja, so... Ich habe noch was. Ja, was dann? Falls jemand sich da auskennt, für was ist das? Für was ist dieser Stecker? Und was ist das? Für was ist dieser? Ist das evaporetisch, vielleicht für Wasser gekühlt, noch irgendein Sensor oder ich weiß es nicht. Wir sind überfragt. Schreibt es in die Kommentare. Welche, die Wasser gekühlt hier schon für den Temperatursensor. Aber die Community ist gefragt. Alles. Aber ich finde es cool. Jo. Ich finde es ein cooles Projekt. Haben wir Old SR, die etwas neuere SR und dem anderen. Bis dahin sieht mein Bart auch genauso aus. Ne? Und Marcel Serpinelli. Das sind drei coole Fahrzeuge. Ah, mein Bruder will auf jeden Fall mitfahren. Und eventuell noch ein anderer Freund von uns. Und also es ist noch nicht klar wie viel, aber mindestens drei. Das ist schon mal sehr geil. Gut, und was soll ich sagen? Tobi, sagen wir noch Tschüss. Tschüss. Alle, wir sehen uns, bleibt dran und haut rein. Ciao. Ciao.